Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute soll es um das Thema Babyschwimmen gehen oder Schwimmbadbesuch mit Baby. Worauf sollten wir achten? Was für positive Aspekte kann denn das Babyschwimmen haben? Und was gibt es noch für Tipps und Tricks in Bezug auf den ersten Schwimmbadbesuch mit Baby? Und ich würde sagen, wir starten direkt mit der ersten Frage. Wann ist denn der optimale Zeitpunkt, um einen Babyschwimmkurs zu absolvieren? Und es gibt keine strikte Vorgabe, wann der beste Zeitpunkt ist. Die meisten Babyschwimmkurse starten ungefähr mit dem 3. bis 4. Lebensmonat, manche aber auch erst mit dem 6. Lebensmonat. Und wichtig ist, dass euer Baby einfach schon eine relativ gute, stabile Kopfkontrolle hat, also den Kopf schon relativ gut halten kann und dass einfach zwischen Eltern und Kind schon eine enge Bindung sich aufgebaut hat und dass die Kinder auch schon relativ gut in diesem Alter ihre Temperatur regulieren können und nicht so schnell im Wasser auskühlen. Und was können positive Aspekte vom Babyschwimmen sein? Also ich finde, das Allerwichtigste ist erstmal die Freude, zusammen etwas zu unternehmen, eine gemeinsame Aktivität zu haben. Das heißt, dass ihr als Eltern quasi in Kontakt kommt mit eurem Baby, zusammen etwas Schönes unternehmt, was einfach die Bindung natürlich und das Vertrauen zueinander stärkt. Und das finde ich, ist einfach total schön, egal ob man Babyschwimmen macht oder etwas anderes mit dem Kind, zum Beispiel einen Delphi-Kurs oder Pickup-Kurs besucht, immer wirklich die Interaktion zwischen Eltern und Kind, das Vertrauen, was sich dort aufbaut und die Bindung, die gestärkt wird. Und natürlich gibt es noch weitere positive Aspekte beim Babyschwimmen, wie zum Beispiel, dass die Motorik gestärkt werden kann, gefördert werden kann, dass es zum Muskelaufbau kommt durch die Bewegung im Wasser und dass die Bewegungsabläufe auch gefördert werden können. Wie lange sollte ich denn mit meinem Baby ins Wasser gehen? Ja, ich würde schauen wirklich, dass ihr die Zeiteinheiten am Anfang kürzer gestaltet und dann lieber häufiger ins Wasser geht und es dann gegebenenfalls weiter ausdehnt. Also ich habe wirklich mit Marlene so mit 5 bis 10 Minuten gestartet und dann habe ich auch schon gemerkt, oh, sie wird müde und ne, sie hat sich so angekuschelt und ich hatte schon das Gefühl, oh ja, jetzt braucht sie mal eine kleine Pause, aber dafür sind wir öfter ins Wasser gegangen. Und dann habe ich es mit der Zeit und mit den Wochen, mit denen sie auch älter wurde, einfach ausgedehnt. Dann haben wir von 5 bis 10 Minuten auf 10 bis 15 Minuten erhöht, dann auf 15 bis 20 und dann nach ein paar Monaten mit über einem halben Jahr dann auch bis zu 30 Minuten. Aber dann habe ich auch gemerkt, so jetzt reicht es ihr und jetzt braucht sie auch eine Pause. Ganz, ganz wichtig finde ich dabei, orientiert euch immer an eurem Baby. Schaut euch euer Kind an, beobachtet es gut und guckt auf gegebenenfalls Müdigkeitserscheinungen und auch gegebenenfalls Zeichen, dass euer Baby eine Pause braucht oder eventuell auch anfängt zu frieren. Zeichen fürs Frieren können zum Beispiel sein, dass die Kinder unruhig werden, quengelig werden, dass sie vermehrt auch euren Körperkontakt suchen, um einfach auch wieder Körpertemperatur zu regulieren, gegebenenfalls auch ruhiger werden. Das war bei Marlene zum Beispiel häufig so, dass sie nicht angefangen hat zu quengeln, sondern sie wurde eher ruhiger und hat sich ganz viel so angeschmiegt. Also auch das kann ein Zeichen sein. Natürlich auch die Farbe der Haut, dass die Kinder blass wirken, dass die Haut vielleicht so ein bisschen marmoriert erscheint, dass die Lippen gegebenenfalls etwas blau werden und dass die Kinder vielleicht auch anfangen zu zittern. Und wie warm sollte denn das Wasser sein, wenn ich zum Babyschwimmen gehe oder zum Schwimmbadbesuch mit meinem Kind? Ja, man sagt immer zwischen 31 und 33 Grad oder man liest auch häufig 32 Grad und wärmer. Fragt auch gerne direkt im Schwimmbad nach, welches Becken sich für euch mit eurem Baby am besten eignet. Und ja, das ist so eine angenehme Temperatur eigentlich für die Kinder. Und schaut, dass ihr mit den Mäusen langsam ins Wasser geht. Ähnlich wie beim Baden, dass man erst die Füße so ein bisschen mit Wasser benetzt, dann die Beinchen, dann den Bauch und dass man dann langsam zusammen ins Wasser gleitet. Nehmt sie wirklich auf den Arm, euch zugewandt, dass sie euch anschauen können, dass sie Körperkontakt herstellen können. All das gibt Sicherheit, denn ihr seid die Bezugsperson, die vertraute Person und das Schwimmbad oder der Schwimmbadbesuch stellt einfach wahnsinnig viele Reize für die Kinder dar. Alles ist neu und sie müssen sich erstmal an die neue Situation natürlich auch gewöhnen. Mögen denn alle Kinder Babyschwimmen? Nein, nicht alle Kinder mögen Babyschwimmen, nicht alle Kinder gehen gerne ins Schwimmbad. Auch da muss man das wirklich einfach vorsichtig austesten. Wie ich gerade schon gesagt habe, langsam austesten, sich an den Bedürfnissen des Kindes orientieren und auch akzeptieren, wenn ihr das Gefühl habt, nee, mein Baby mag das nicht oder es beginnt zu weinen oder es fühlt sich nicht wohl, dann das Ganze auch abbrechen und gegebenenfalls nochmal zu einem anderen Zeitpunkt austesten. Gibt es viele neue Reize und Eindrücke für mein Baby beim Babyschwimmen oder beim Schwimmbadbesuch? Ja, definitiv. Denkt einfach auch mal alleine an die Lautstärke, zum Beispiel im Hallenbad. Für uns ist das ganz normal, aber für die Kinder ist das was ganz Neues. Es hallt, es ist laut, viele verschiedene Stimmen, ganz viele verschiedene Geräusche. Andere Kinder, die vielleicht ja vor Freude schreien etc. All das, damit müssen sich eure Kinder erstmal auseinandersetzen. Manche stört das überhaupt nicht, andere aber schon. Die haben vielleicht auch ein bisschen Angst und müssen sich erstmal daran gewöhnen. Das heißt, stellt dort wirklich
viel Körperkontakt her und ja, geht ganz viel in Kontakt mit eurem Baby. Das beruhigt die Kinder auf jeden Fall und schafft ganz viel Vertrauen. Und natürlich das Wasser, all die Leute drumherum, die ganzen Geräusche, all das, daran müssen sie sich erstmal gewöhnen und das müssen sie auch erstmal verarbeiten. Und häufig ist es so, dass sie nach dem Schwimmbadbesuch wirklich fix und fertig sind, alleine durch die Bewegung im Wasser. Das ist natürlich anstrengend und dann die ganzen Reize, die sie aufgenommen haben. Und worauf sollte ich achten nach dem Schwimmbadbesuch? Also, wenn ihr das Wasser verlasst, als allererstes schnell abtrocknen. Ich liebe ja diese Handtücher mit Kapuze, ich finde die super, wo ihr eure Kinder direkt dann quasi, wenn ihr aus dem Wasser rauskommt, einmummeln könnt über den Kopf, so kühlt der Kopf nicht aus, einwickeln und dann erstmal abtrocknen kurz und dann natürlich gegebenenfalls auch nochmal duschen gehen, das Wasser abwaschen und dann die Kinder richtig schön abrubbeln und abtrocknen. Und ganz, ganz wichtig, denkt daran, das Schwimmen macht hungrig. Die Kinder haben danach meistens wahnsinnig viel Hunger, überhaupt nicht ungewöhnlich. Wenn ihr stillt, habt ihr ja alles dabei. Wenn ihr Fläschchen gebt, denkt daran, ausreichend Flaschen, Milch, Pulver, Wasser etc. dabei zu haben, dass ihr auch schnell Nahrung zubereiten könnt. Und wenn die Kinder natürlich schon Brei und Beikost bekommen, auch dass ihr da ausreichend ausgestattet seid, auch wenn ihr das Gefühl habt, hä, wir haben doch erst vor kurzem was gegessen, macht wirklich so einen Schwimmbadbesuch wahnsinnig hungrig. Also lasst euch davon nicht irritieren. Was kann den Schwimmbadbesuch noch entspannter machen? Wichtig ist wirklich, sich vorzubereiten und alles dabei zu haben und auch griffbereit zu haben. Das entspannt wirklich ungemein, wenn man nicht erst dann auf die Suche gehen muss nach den Dingen und wirklich alles griffbereit dabei hat. Und ich finde, was auch immer Gold wert war, ist, wenn eine zweite Person dabei ist. Also mein Mann war häufig dabei beim Babyschwimmen oder generell beim Schwimmbadbesuch. Und ich finde, vier Hände, da ist es dann doch häufig einfacher als nur mit zwei Händen. Also auch das hat die Situation wahnsinnig entspannt. Das heißt, wenn ihr zum Schwimmbadbesuch mit eurem Baby geht, schaut doch, ob jemand mitkommen kann. Euer Partner, eure Partnerin, eine Freundin, die Mama, die Schwester, wer auch immer. Aber auf jeden Fall entspannt das die Situation und den ersten Schwimmbadbesuch. Und dann sollte das ein ganz tolles Erlebnis für euch werden. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schaut auch unbedingt in dieses Video hier rein. Und ansonsten sehen wir uns schon ganz bald wieder, ihr Lieben. Bis dann!